einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich hoffe, ich gehe jetzt allen gut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute gibt es mal was ganz Cooles. Wir gehen auf ein JDM-Meet. Und zwar von JDM Heidelberg auf dem Hockenheimring. Also alles, was das Herz begehrt. Es gibt JDM-Autos, es gibt den Hockenheimring zu sehen. Ich bin hier voll beladen, wie man es sehen kann. So halbe konnte man sehen. Typisch deutsche Car Meets. Man gedient, Shisha, Stühle, was zu knabbern und man genießt den Abend. Und ja, ich bin mal gespannt, was es dort so zu sehen gibt. Ja, freut euch drauf. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind auf dem Weg dorthin. Vielleicht gibt es gleich ein, zwei Puls. Und ja, dann sehen wir uns auf dem Meet. Bild. Okay, ich kann zwar keine Puls machen, aber guckt euch mal an, wie das aussieht. Zum Hockenheimring aussieht. Und gleich seht ihr es noch ein bisschen. Oh, da sieht man erstmal ein Stückchen vom Ring. Okay, man hat genau gar nichts gesehen, aber hier. Herzlich willkommen am Hockenheimring. Aber wir gehen nicht in den Ring rein, sondern hier rein. Da treffen wir uns nämlich mit den Leuten auf dem Parkplatz. Okay, hört auf. Aber sein eines wirklich geht. Aber ich finde die Dinger geil, gell? Komm, gib Gas. Okay. Der macht nichts mehr. Die sind auch ganz geil. Flash in the bag, stadium pack. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium pack. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. Boah, der ist halt geil. Sieht man was so ein bisschen? Wahrscheinlich schnell. Bisschen in einem Begrenzer wäre. Und nochmal hier so. Sieht schon geil aus. Aber da hat ja auch noch ein Käfig und alles drin. Ja, dazu diese Bright-Sitze, das sieht echt geil aus. Ah, diesen Renze, oh, das sieht echt cool aus. Ich muss einfach so jetzt die ganze Zeit rumlaufen. Es hat was. Ich habe gerade so eine E36 geguckt, weil ich auch richtig Bock auf die hab. Ja. Digga, auch. Boah, die 370Z sind geil. Boah. Was für ein Subi? Das Skyline ist cool. Kann man Platz vorheizen? Subi. MX-Subi. Bisschen Fast and Furious in Real Life. Neuer Tag. Okay, abends. Schon ein bisschen. Ich habe vergessen, gestern ein Outro zu filmen. Und deswegen machen wir es hier. Plus, was gestern noch cool war, wir hatten eine kleine Light-Painting-Session mit dem Kollegen. Der hat auch 79Z Nismo, aber den Facelift. Ja, heute kam es auf mein Instagram online. Es ist nicht so geworden, wie ich es wollte, aber es war auch das erste, zweite Mal, dass ich es gemacht habe. Ich zeige euch mal ganz kurz nur, wie es in Photoshop im Endeffekt dann aussieht.
Ich drehe mal die Kamera um. Ich weiß, ich könnte zwar einfach auch eine Bildschirmaufnahme machen, aber ich habe keine Lust. Hier, 24-Stunden-Rennen in Portimao. Also, hier sieht man die verschiedenen Layer. Also, man sieht, ich habe da 1, 2, 3, 4, 5 Layer dann im Endeffekt benutzt. Und so war das erste Ergebnis. Man sieht hier, den Part habe ich hier vergessen, richtig schön zu beleuchten. Und auch das Eck hinten. Und ich hatte zwar auch hinten beleuchtet, aber das Bild war dann verschoben vom Stativ. Ich hatte das Stativ verschoben. Ja, das war dann ein bisschen blöd. Und dann in Lightroom nochmal ein bisschen bearbeitet. Die hellen Punkte halt nochmal heller gemacht. Und so war das dann. So sieht es dann im Endeffekt aus. Wenn ihr das Bild dann besser sehen wollt als über die Kamera, gerne auf meinem Instagram-Page vorbeischauen. Aber das war's jetzt mal für dieses Video. Demnächst steht an in die Motorworld. In Böblingen ist sie. Stuttgart, Böblingen, fast dasselbe. Mal gespannt, was wir da dann sehen werden, finden werden. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Danke fürs Zuschauen. Einen schönen Tag euch noch und wir sehen uns. Ciao.